Jochen May ist bei mir von der Karrierebibel und wir reden darüber, welche Kraft soziale Netzwerke haben, wenn man einen neuen Job zum Beispiel sucht. Du sprichst heute ein bisschen über das Thema Personal Branding. Genau. Und ob man sich überhaupt noch bewerben muss. Muss man sich noch bewerben künftig? Ich glaube, der ein oder andere ja, wahrscheinlich sogar die Mehrheit, aber so die echten Spezialisten, die echten Cracks, vor allen Dingen die, die es geschafft haben, im Internet sich eine Marke aufzubauen, müssen sich wahrscheinlich nicht mehr bewerben. Für die ist es tatsächlich inzwischen so, dass der Job zu ihnen kommt und nicht mehr sie zum Job. Also so ein Tweet wie, ich wäre jetzt wieder zu haben. Ja, ganz so einfach ist es vielleicht nicht. Wie ist es dann? Also, sagen wir mal so, diejenigen, die Fälle, die ich kenne, die das gemacht haben, haben es nicht über einen Tweet allein gemacht, sondern die haben tatsächlich einen Blog, natürlich ein funktionierendes Blog, und haben dann einen etwas ausführlicheren Blogbeitrag geschrieben, in dem dann teilweise natürlich auch die eigenen Stärken aufgeführt worden sind, was habe ich bisher gemacht, also eine Art Mini-Lebenslauf. Der ist einfach 140 Zeichen, ein bisschen zu kurz für. Oder Guerilla-Marketing-Methoden, also hier der Jochen Henke für wie heißt die Brauerei? Jochen für... Für eine Brauerei. Für eine Brauerei. Wir wollen ja keine Eigenwerbung machen. Ja, genau. Also für irgendeine Brauerei. Das war halt so auf Facebook so eine Marketingkampagne. Und da gibt es einige Beispiele, die eben ganz gezielt Markennamen nutzen, um denen aufzufallen oder sowas. So ein bisschen Guerilla-Taktik. Mhm. Auch das funktioniert sehr, sehr gut. Das heißt, ich kann aber nur eine Brauerei nennen. Ich kann also nicht fünf Brauereien ins Gespräch sagen, nee. Jochen für. Nee, das wird unglaubwürdig. Okay. In der Tat, da muss man sich dann schon entscheiden. Es gibt aber eine andere Methode, die ist schon, glaube ich, 3 Jahre oder sowas alt, aber die ich fantastisch finde. Mhm. Damals angewendet, kommt leider aus den USA, die sind ja immer so ein bisschen voraus. Das war der Typ, der bei 5 großen Werbeagenturen in New York landen wollte. Und da gibt es irgendwie so, keine Ahnung, auf jeden Job 5000 Bewerber. Und Der hat halt eine Google-Anzeige geschaltet mit dem Namen des jeweiligen CEOs, weil der damit gerechnet, dass der so eitel ist, sich selbst zu googeln. Und dann sieht er halt ganz oben die Anzeige und der Text lautete sinngemäß so, dich selbst zu googeln ist ein Haufen Spaß, aber mich einzustellen ist der größere Spaß. Okay. Und dann ist er natürlich neugierig geworden, klickt auf den Link und dann kommt halt auch so ein Lebenslauf und so weiter. Der Effekt war, Budget glaube ich $50 für diese Anzeigen. Wie gesagt, 5 CEOs, Top-Agenturen, hat glaube ich 4 Einladungen zu Interviews bekommen, am Ende 2 konkrete Jobangebote, 1 hat er angenommen. Insofern also eine Top-Ausbeute für 50 Euro kann man nicht meckern. Ja? Aber für die meisten wird es wohl darauf hinauslaufen, dass sie trotzdem noch durch solche Bewerbungssysteme gehen. Früher hat man noch einen Lebenslauf und ein Anschreiben per Post geschickt. Heute muss man erstmal durch ein Recruiting-System durch, ja, wo man erstmal wie so eine Steuererklärung online ausfüllt mit Häkchen hier, Häkchen da, Häkchen dort. Fallen da nicht viele durchs Raster, weil man da ja dieses Personal Branding bringt da ja gar nichts? Nee, das bringt da, sagen wir mal so, wenn du das hast, brauchst du das ja eigentlich nicht mehr. Also ich glaube, wenn du wirklich eine Marke bist bereits im Netz, dann musst du dich da nicht mehr durchwuseln, sondern dann kennen dich die wichtigen Leute und sobald ein Job vakant ist, wird man dich schon finden und auch ansprechen. Die anderen müssen das, glaube ich, noch ausfüllen. Andererseits, da geht ja der Trend hin, Stichwort Mobile Recruiting, wieder so ein Anglizismus. Der Trend geht dahin, dass dieses kleine Gerät im Grunde genommen zu deiner Jobmaschine wird, die du immer dabei hast. Und du fängst dann irgendwann an, zumindest bei irgendwelchen Apps, vielleicht sind es auch die Jobbörsen selber, die da in diese Richtung gehen, vielleicht aber auch die Unternehmen mit entsprechenden Karriereseiten und Apps, dass du dich einträgst und sagst, also ich würde hier ganz gerne mal bei einer Brauerei oder bei einem Automobilhersteller, ich würde ganz gerne bei euch arbeiten, ich kann das, das, das und das. Hinterlegst deinen Lebenslauf. Und dann schickst du das praktisch in den Orbit. Und in dem Moment, wo ein Job vakant wird, haben die das auf dem Radar und diese App piept dich praktisch an. Wenn das eine Art Jobbörse ist, die dahinter ist, dann piept dich halt an, wenn irgendwo ein Job frei wird, wenn du das bei einem konkreten Unternehmen machst, dann funken die dich halt an. Die sagen, deine Daten sind uns aufgefallen, du kommst bei uns durch das Raster durch, wir würden dich gerne genauer kennenlernen. So ungefähr. Das heißt, das Mobil ist eher, dass du es in der Hand hast, auf dem Smartphone. Genau. Ist also jetzt nicht so location-based, dass wenn ich jetzt am Autohaus vorbeigehe. Nee, das nicht. Okay. Aber mobil heißt, dass im Grunde genommen der Job, also du brauchst nicht mehr den Browser, sondern in dem Moment, wo der Job irgendwo frei wird, also Unternehmen schreibt aus, sagt, wir brauchen jetzt 10 neue Trainee-Stellen. Dann schreiben die das aus, du hast dich dabei aber irgendwo mal akkreditiert mit deinem Lebenslauf, mit deinen bestimmten Stichworten, mit deinen Keywords, funktioniert ja letztendlich wie so eine Google-Suche, also über einen Algorithmus, hast dich da akkreditiert und du fällst eben nicht durch das Raster, sondern landest genau auf dem Raster. Okay. Und dann funkt dich dein Handy praktisch an und sagt, hör mal, da ist gerade ein Job frei, interessiert dich das? Genau so. Sehr gut. Ja. Und das ist eine coole Entwicklung. Sehr schön. Wo habt ihr euch zuletzt beworben? Wie habt ihr das gemacht? Über Personal Branding oder habt ihr euch ganz klassisch noch per Post beworben oder über so ein Recruiting-System? Schreibt uns das gerne in den Kommentaren. Wenn ihr eine schöne Geschichte zu erzählen habt, dann gerne auch hier ein bisschen ausführlicher in den Kommentaren. Danke dir. Super. Danke auch.